Hallo ihr Lieben, ich bin Alina, willkommen auf meinem Channel Team Alina und wir backen heute etwas Herzhaftes, nämlich Gemüsemuffins. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, wir backen heute herzhaft. Also Gemüsemuffins gibt's und Gökschen kam hier schon super prepared an und wir zeigen jetzt einfach mal, was wir alles brauchen, oder? Ja, wir haben wieder unser Leinmehl dabei. Das ist das Süßlupinmehl. Dann das Sojamehl. Fein geriebene Karotten. Und fein geriebene Zucchini. Dann haben wir Putenbrustaufschnitt oder Geflügelaufschnitt, also was man möchte. Zwei Eier. Und eine Cocktailtomate. Ich habe gesehen, 45 Gramm Cocktailtomaten. Die lieben Mitarbeiter von Gökschen haben die abgewogen und ihr sogar ein Stickerchen draufgeklebt, wie viel Gramm es sind. Ganz, ganz lieb. Vielen Dank dafür. Natron und Backpulver und Gewürze eurer Wahl. Wir sind ja hier immer nicht so gut ausgestattet im Büro. Vielleicht sollten wir das jetzt langsam mal machen. Aber bei uns gibt es jetzt Paprika und Pfeffer, Salz. Ihr könnt aber eigentlich nehmen, worauf ihr Lust habt. Und ja. Ne? Wir legen jetzt erstmal los. Ja. Ansonsten braucht ihr Silikonförmchen. Wir haben den Ofen vorgeheizt gerade. Auf wie viel Grad? Der ist jetzt auf 170. Wir werden es auch mit 170 probieren, aber sagen euch dann im Laufe des Backens nochmal Bescheid, falls sich was ändert. Weil ihr wisst ja, unser Ofen ist nicht der, den ihr zu Hause habt. So, also wir legen jetzt erstmal los. Erstmal Mehle zusammen? Genau, alle Mehle und ich habe die Tomate nicht prepared, deswegen schneide ich die mal schnell. So. Ich gehe die mal schnell aus dem Weg. So. Brauchst du ein Messer? Hier habe ich eins. So. Okay, Natron und Backpulver. Eine Prise? Genau, eine Prise. Mit den Gewürzen genauso. Also da kann man auch nach Geschmack ein bisschen mehr oder weniger oder noch ganz andere Gewürze. Wie ihr möchtet. Wir haben jetzt nur die Basics. Oh, Prise. Merkt euch eine Prise. So. Paprika mag ich, glaube ich, gerne, wenn es herzhaft sein Ja. Würde. Wie viel Salz ungefähr? Auch eine Prise. Okay, dann mache ich das. Aber so. Wir können ja zwischendurch, genau, wir können ja nochmal abschmecken. Bevor das zu viel wird. So viel Salz soll man Seht ja ihr? Auch nicht verwenden. Prise wäre fast zu viel geworden. So, das packen wir da auf. Zack. Ein bisschen mehr Paprika, würde ich sagen, oder? Ja, Paprika mag ich auch sehr. Super. So, dann rühre ich schon mal durch einmal. Mhm. So. Fertig? Ja, und dann können auch schon die nassen Zutaten dazu. Na, hups. Ich würde jetzt noch die Zucchini und die Eier und dann noch mal einmal durchrühren und dann erst Geflügel. Okay. Oh, passt auf. Gökschen ist leider mit etwas anderem beschäftigt als mit dem Eier. Du schaffst das. Jetzt darf nämlich nichts mehr schief gehen. Wenn jetzt da irgendwo Teig, also Schale im Teig ist, kriege ich es nicht mehr raus. Oh. Oh, oh, oh. Sag ich euch. Super. Hat geklappt. Nicht der Vorführeffekt hier. So. Rühre nochmal. Meinst du, wir brauchen Wasser? Wir schauen uns mal die Konsistenz an. Tomate gibt ja auch nochmal. Ja, du hast recht. Ich würde nicht sagen, dass ich das nochmal aus diesem Schneewesen irgendwann rauskriege. Also Wasser hat gefehlt bei unseren Zutaten. Ich habe ausprobiert. Danke dir. Schon wieder eine Woche her, seitdem wir gekocht haben, man merkt es. Aber das klappt, genau, die Konsistenz ist ganz gut. Ich würde jetzt die Tomaten dazu geben, weil die werden Entschuldigung. Auch wir backen halt sehr viel, ne? Ja, deswegen, ist der Verschleiß hier. Abnutzung. Na, warte, ich krieg das noch raus. Ja. Oh ja, sehr gut. Super. Okay, jetzt gib mir noch ein bisschen Tomatensaft. Oh, ich sag euch, danach kann ich mich umziehen. Jetzt würde ich sogar einen Löffel nehmen, weil wir werden jetzt auch noch die kleinen Geflügelstückchen reintun. Entschuldige bitte. Aber wenigstens schmeckt schon mal. Aber ich würde wirklich noch etwas bisschen Salz.
Ja? Ich probiere mein Glück. Ich hoffe. So. Ich hätte da auch noch die andere Prise. Ah, ja, oh nein. Alles gut. So. Zack. Jetzt versuchen wir es mit einem ganz normalen Haushaltslöffel. Kriege ich die Tomate da nicht rein. So, genau. Dankeschön. Vielleicht kurz zur Info, wir hatten das Ganze jetzt breiig, also so wie Kartoffelpüree war die Konsistenz. Oh, soll ich nochmal? Und guck mal bitte. Genau. Jetzt haben wir noch Geflügel untergemischt. Und ich glaube, so viel Muffinförmchen brauchen wir gar nicht, aber werden wir ja gleich sehen. Okay. Wie voll werden sie denn? Relativ voll. Okay, dann versuche mal erstmal hier alles zu verteilen. Oh doch, wir brauchen so viel, pass auf. Ja, okay. Fast. Okay. Das ist genau abgestimmt. Ich kann noch eins ein bisschen voller machen. Das hier. Und jetzt kannst du deinen Schaber benutzen, oder? Oder hast du alles? Wer wäscht ihn ab? Nein. Hier wird klar überlegt, was wir hier benutzen. So. Okay. Fertig? Ja, fertig. Ich glaube, ich brauche meinen Schaber nicht. Ja, du hast recht. Sehr gut. Und dann haben wir 8 Muffins. Genau. 8 Muffins haben wir bekommen. Ab in den Ofen. Das riecht schon gut. Jetzt krieg ich mal einen Teig. Jetzt darf ich ja. So. Mmh. Oh ja, herzhaft. Schmeckt jetzt schon gut. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir haben jetzt 25 Minuten Zeit überbrücken müssen. Hat bei uns etwas länger gedauert als gedacht, aber auf jeden Fall guckt mal, dass ihr so nach 20 Minuten reinguckt, würdest du auch sagen? Ja, aber den Ofen auf jeden Fall ein bisschen wärmer stellen. Ich würde 200 Grad sagen, also bei einem Umluftherd 200 Grad. Dann guckt nach einer Viertelstunde. Ja, okay. Also guckt mal nach einer Viertelstunde rein. Wir haben jetzt 25 in unserem kleinen Backofen hier im Büro gebraucht. Und wir haben die jetzt mal rausgeholt. Gökchen hat darauf bestanden, dass die anderen 6 davon erstmal auskühlen. Aber wir wollen ja auch mal vor euch hier kosten, oder? Ja, sehr gerne. So. Aber sie sind noch sehr warm. Ja, vielleicht du? Vierteln, oder? Na gut. Na komm, dann. Ich nehme ein kleines Stück. Oh, ja, es dampft. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht. Aber für... Findest du? Heiß. Echt? Aber wirklich, du wolltest sagen, dass es lecker ist, glaube ich. Aber... Nein, wollte ich wohl sagen? Nein. Voll das weißt du nicht genau. Aber auf jeden Fall auch vor allem... Ich finde Aufschnitt immer nicht so cool. Aber hier drin schmeckt der richtig gut, oder? Also für morgens, auf jeden Fall für eine herzhafte Frühstücksvariante, total lecker. Mhm, finde ich gut. Oh, dann wollen wir noch Sprit bei mir. Ich mache so lange weiter. Wollen wir mal was über die Nährwerte sagen? Richtig, die Nährwerte. Wir haben jetzt für die ganze Masse die Nährwerte, wir haben es jetzt nicht ausgerechnet, das könnt ihr vielleicht machen, sind 616 Kalorien, 17 Gramm Kohlenhydrate, 67 Gramm Eiweiß und 26 Gramm Fett. Genau, wir schreiben euch auch alles nochmal in die Infobox, auch die Zutaten, die Grammanzahl, also keine Angst. Ihr könnt alles haargenau mitmachen sozusagen. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch die herzhaften Muffins geschmeckt haben, wo ihr sie verwendet habt. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was man oben drauf machen kann. Frischkäse. Hast du schon wieder verraten, ne? Naja, sie merkt nicht, dass ich sie alles wegesse, ja? Ich esse gleich. Ich warte, dass es abkühlt. Wir hatten noch 6 andere Muffins, ne? Genau, das sind meine. Oh, und vielleicht kann ich sie aber mal kurz zeigen. Ja. So sehen sie nämlich jetzt aus, fertig. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker und hier riecht es sehr lecker. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und in die Kommentare schreibt, was ihr gerne noch hören möchtet von uns zweien, weil wir haben ja jetzt schon zum Beispiel mal was Herzhaftes gemacht. Das war ja auch euer Wunsch. Und ihr seht, wenn ihr uns Kommentare da lasst, dann setzen wir sie gerne um. Genau, wir gehen auf eure Wünsche ein. Genau, das letzte Mal hatten wir nämlich auch Pizza, das könnt ihr euch auch mal angucken. Mhm. Und ja, wir sind jetzt erstmal raus. Wir essen jetzt erstmal lecker hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!